Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ip, die Version von 1.05 mit Warframe Delta. Ich habe immer noch nicht das Triforce-Teil des Mutes gefunden. Immer noch nicht. Sehr traurig. The doors unlocked. Hi. Ekliger Raum. Da ist etwas auf dem Boden. Obtained Ball of Paint. That's 7 of them. Jetzt können wir uns was wünschen! Am besten, dass wir nicht sterben. 7 Balls of Paint. The door won't open. Huh? No way, why? Writing appeared on the door. Writing appeared on the door. Let's have another treasure hunt. Who has the key? What is? Oh mein Gott, ein Epic Game Maker 2000 Standardkampf. What now? This is bad. Where's the key? Hi. Nein! Oh! Auf der Smoky. Was wäre passiert, wenn das Bild vollständig? Dann wäre ein Event getriggert geworden. Erzähl ich gleich. I have had enough of that room! Why did I have to deal with that? But thinking about it, Eep may be just as terrifying a situation. We've got to regroup soon. Dann hätten wir jetzt mit Eep erstmal hier runterlaufen müssen. I don't want to go near this. Unser guter Gary hätte 2 Punkte bekommen. Nicht gut. 2 Punkte? Was denn für 2 Punkte? Erzähl ich später. Stairs. I've come this far, but now I'm wondering if I should keep going. But I'm not sure what good going back will do. What to do? I'm so indecisive. I'm terrible, really. Just keep moving. There's no other option. Please, let her be safe. Wir sind beinahe an dem Punkt, wo es nichts mehr ausmacht. Von daher kann ich ruhig erwähnen. Wo es nichts mehr ausmacht mit den Punkten? Warte, sieht man die beim Speichern immer, die Punkte? Nein. Okay. Das ist nicht damit gemeint. Das ist nur der Episode und der Abschnitt. Und die hat sich nur einen Puppenkopf genommen. Striegelt ihr den gerade? Busy. In my way. Was machst du da? Flick-Syndrom. She's swinging a palette knife. Immer noch. Palette knife? Ja, so ein Messer, womit du die Farbe wegmachst. Ach so. Eep, don't leave me. Eep, do you have friends? Like, how many? You play with them, right? And sometimes you argue? Then maybe after you argue, you can come back as better friends than before. Yay! Du musst immer noch die Farben rauben. Wir haben doch jetzt alle Farbbälle. Ach ja. Wir können uns nicht mal zu Gary zurückwechseln. Oh, da ist irgendwas auf dem Tisch. Wir haben den braunen Schlüssel bekommen. Illusion. Sind das 7 Farben? Ja, bis auf Weiß. Aber Weiß braucht man halt auch. Weil man ohne Weiß nichts zeichnen kann. Weiß ist das, woraus die anderen sie... Egal.
Entweder das oder schwarz. Oh, da schickt er ein Stück Scheiße runter und der andere fängt's auf. Oh-oh. Where are you going, Abe? Where are you going by yourself? You promised we'd be together. Right? Where are you running? Abe! Ultimate Bitch Slap! Huh? What are you doing, Mary? Shut up! If you had only just been good and waited there. Mary, I knew it, you're... Stay away. Yeah! Wow! So total natürlich. Hä? Wow, du hast sie auf den Boden gestoßen. Du bist ein schlimmer Mensch. Eve, are you okay? Sorry, I'm late. Yay. Bear hug! Well, Eve! Sorry, it must have been scary, but it's okay now. Das ist hier aus dem Kopf gefallen. You might not believe me, but Mary, she isn't human. She's one of Gertina's works, just like those painting women who came after us. I didn't spend enough time with her to really notice. It's dangerous to go alone, to stay here with her, even if I had just been a little later there. Take this. Yay! You might feel a bit sorry for her, but we need to get away now. Okay. Nein, sie bewegt sich nicht. Sie ist nicht tot. This rose, it looks real, but it's a fake. It's a trap! Oh Gott, jetzt... Ja, ich entsinne mich die Statue, die einen umbringen will. Looks like these stairs go down. Alrighty, step back. Yay. Phew! Just how many statues have I pushed today? Not enough! Oh well, let's go. Das ist übrigens die einzige Fähigkeit von Männern in Horrorspielen. Dinge wegschieben. Aber und nicht in Resident Evil. Und wir kommen ein. Oh, ich wünsche mir ein Bär. Jetzt Sketchbook. Tübchen. Oh. Jetzt kommt well, die strange Musik. Significant change in atmosphere. Machst du dich mal lauter? Well, ich bin zu leise? Ja. Skype, what are you doing? Nee, ich müsste eigentlich jetzt gut genug sein, ne? Ich, weißt du was? Ich mach Magic Trick Nummer 17. Das seht ihr gar nicht, eher schon. Ich muss jetzt wieder meinen scheußlichen Hintergrund sehen. Der Schwarz ist bei TeamViewer. Wir verwenden TeamViewer. Ist hier kein Hintergrund. So, ich hab's auf 19 runtergestellt. Ja, ich hab dich immer auf 20 runterstehen. Well, no. This is a significant change in atmosphere. But nothing we can't handle. Let's go, Eve! Okay, wir sind, ja, doch. Hier, im Sketchbook. Da steht irgendwas. Ich hab keine Ahnung was. Tutti! Der Mann mit dem Stirnband meinte, es wäre Tutti Frutti, aber irgendwie gehe ich davon nicht aus. Oh, Häuser! Übrigens, der Mann... Ja, der Mann? Der Mann mit dem Stirnband. Wer sich wundert, der das ist, ich sag es nicht, aber alle, die ihn kennen, werden es wissen. Und da hängen yay, wir. Yay, da hat sich wer erhangen. Ja, anscheinend wir selber. Gut, dass wir hier noch stehen. So. Looking closer. Möchtest du lesen? There are instructions on the pink. There are instructions on the pink building. Read them to open this door. Such a kind message. It wraps around to suspicious. Suspicious. Meine Güte. Ein böses Wort. Ich habe eine zu große Zunge. Rollrott.
The pink key is always kept in the toy box. The toy box? I guess there's a key there. Let's find it, Eep. My name is Fire, by the way. Ich bin das Schwert. It's Locket. No, it's Tifa Locket. Ich werde in der Toybox. Nein, also, das Spiel heißt Eve, nicht M. Wenn wir irgendwo an der Toybox sind, werde ich ein paar Katzen aus dem Loch lassen. Nur ein paar. The clock isn't ticking. Dafür meine da hinten. A portrait of a person. Bücher. Okay. Bookcase. What? These are all storybooks. Oh mein Gott! Oh. Die letzte Schlacht der Elfen! Teil 1 bis 10. ja, okay. Das muss doch eigentlich Horror sein. Stell dir mal vor, man wird gezwungen, die Spiele zu lesen als Buch. I guess this is a coat hanger. Farudin schwang sein Schwert an einen Gegner. Er verfehlte. Farudin schwang sein Schwert noch einmal mit der anderen Hand. Verfehlte. Some sort of red fruit. A stuffed rabbit. A bucket. Take it. Leave. Oh. Hi, Mary. Eep. Gary. Where art thou? Was hatten die da am Körper? Palette knife. Oh. I'll kill him later. Na 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 na. Don't tell me that was. Let's count to five. She's after us. Nee, sag's. Sie tut nur so. Sie liebt uns eigentlich. So, jetzt haben wir einen Eimer. Und in einen Eimer kann man Wasser füllen. Hier gibt's Wasser? Ja, sind wir dran vorbeigelaufen. Das soll Wasser darstellen? Ja. Du hast ja überhaupt gar kein Vorstellungsvermögen, Mädchen. So. Oh. Wie gehabt, wir können nicht zurück. Etoppen. Ja. Put water from the bucket. Das ist doch eigentlich auch so eine Sache, die du immer wieder ausprobieren musst. Also jedes Anglaben und dann, das kriegt man doch nicht beim ersten Mal ja, so wieder. Ja, bis du beim Eimer bist und dann darauf Idee kommst, das Wasser und das hier, das dauert schon ein bisschen, aber... There's something in the tunnel. Obtained gallery key. Hooray. Das müssten wir eigentlich... Höchstwahrscheinlich kommt gleich Mary und bringt das um. Hier ist übrigens die Gallery. Oh. Ich bin so cool. Yay, Timbers! Gary sieht wirklich irgendwie besser auf. Weißt du, woran mich Mary da gerade erinnert? Kingdom Hearts? Silent Hill. Die Chibi-Edition. Ah, ja. Der Held. A box. Pandora's Box, ne? Wir müssen mal die Pandora's Büchse öffnen. Am Boden der Büchse von Pandora liegt die Hoffnung der Menschheit. I wonder what all that was. Ah, there's something left in the box. Something? Something. SingStar. Well, on DSDS. Tintaloon, or... A mirror? Well, let's just hope it's hope. Ha ha! I'm hope ass time! I'm a girl man! Boy... things. Thing. Ein Mund... Au... Und wenn der jetzt noch Mundgeruch hat... Ah! It's warm in the sunlight. Ah, it's warm, but this is a fake sun, isn't it? I hope we get to see a real sky again soon. Eep, you came to the exhibit with your mom and dad, yes? I came alone. Not to imply I don't have friends, of course. Art galleries aren't really places for groups of adults to go. I thought it would be nicer to see the exhibit alone. Take it at my own pace. You know, as far as we've managed to come, aren't we headed down? All the stairs go down.
Is this a good way to go? Sorry, Eep. I didn't mean to make you anxious. Anxious? Ja, es... Forget I said it, okay? Say, Eep, what happened in the other room while we were separated? Huh? A statue blocked the door? Really? Those things are quite heavy. Mann. What the hell? Ich hab aus Versehen eine Fernbedienung bei mir weggeschlagen. Und meine Hand so gar nicht bewegen habe. Ah! Jetzt hab ich mich von mir selber erschrocken. They say that art should stand on its own. Of course, in Gertina's case, the art also walks on its own and attacks on its own. Attacks. Say, Eve, have you heard of macarons? There are these pastries shaped like hamburgers. And just the other day, I had one at a cafe and it was so tasty! Er hat eine sehr weibliche Art zu reden. It was really, really good. Even the cream wasn't too sweet. So, if we get out of here, could we go there together? No, wait! We will be going there and we will get out. Black screen, I promise! Du brauchst kein Black Screen, du brauchst nur Put Down Mirror. Weil Eve ist ein kluges kleines Kind. Darauf hätte man sogar relativ schnell kommen können. Ah, the ice on the door melted as well. Ice dodged? Egal. Ja. Hab ich nicht angesprochen. I see now, you reflected the sunlight. Not too shabby. Not too shabby! So, wir brauchen es. Das war einer von den Hammer Bros. Jetzt kommt das meiner Meinung nach wahrscheinlich schwerste Rätsel im Spiel. Hast du einen neuen Dings überhaupt ausgewählt? Einen Pfeil zum das Saven? Start. Herz, Auge, Mond, Sonne, Pentagramm, Kreis, Dingens, Dämon, Katze. Mund. Das soll, glaube ich, im Mund darstellen. Also, wir starten mit einem Herzen. Ja, wir müssen also jetzt überall auf der Karte. Wir haben gerade Symbole aus Pandoras Box freigelassen. Die sind jetzt überall auf der Karte verteilt. Und je nachdem, das Ding ist in einem 3x3-Feld aufgebaut, müssen wir jetzt die Symbole zuordnen. Wir müssen in der Reihenfolge anfangen, wo die Symbole sind. Das heißt, wir müssen jetzt uns die Symbolreihenfolge merken, oder wie? Ja. Zuerst müssen wir das... Warte. Ja, du hast ja die tolle Rätsel-Datei. Herz. Auge. Auge. Mond. Halbmond. Sonne. Sonne. Pentagramm. Kreis. Ding. Uhr. Ding. Mund. Ja, Mund. Das ist ein Mund, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier ist es der Kreis, die Sonne. Okay, aber wir müssen zuerst Herz finden. Ja. Wobei Sonne war... Sonne... Das dritte. Vier. Sonne Was? Ist vier. Herz, Auge und... Oh, ich habe auf Mond geguckt. Ups. Noob. Hier ist es, glaube ich, der... Ja. Harz. Ach, Herz. Herz. Soll ein Herz sein? Hätte ich jetzt so zugeordnet. Kingdom Hearts. Türen. Ja, das letzte ist ein Herz. Oder? Nee, das erste ist ein Herz. Das erste ist ein Herz. Okay, ich wusste es nicht mehr. Dopp. Ich hab sie doch recht steht. Frag einfach. Hi. Was war das? Pfeil. Oh. A crescent moon is on the water. Mond. Wir sollten aber zuerst das Auge. Weißt du, was das Mond ist? Du hast hier die Reihenfolge aufgeschrieben. Herz, Auge, Mond, Sonne, Pentagramm, Kreisding, Uhr, Mund. Just a single apple there.
Apfel. Ah, ich hasse dieses Rätsel. Noch ein Pfeil ins Knie. Konzentration. Versuchst du den Schmetterling fürs Auge? Butterfly. This butterfly has an eye pattern on it. Jetzt musst du den Mond ansprechen. Mond haben wir. Ne, wir müssen das hier machen. Wir müssen das in diesem Raum machen. Was, wir sollen das erste dahin gehen, wo das Symbol mit dem Herz war. Ach so. Das ist jetzt hier oben links, oben rechts, rechts. Ne? Ja, wir müssen zuerst da anfangen, wo das Herz ist in dem Raum. Das heißt, wir müssen jetzt so gesehen links, gar nicht in der Mitte, ja. Oben. Das Auge war links Mitte, Mond war rechts oben, die Sonne ist links oben. Hast du dir das auf? Schreibst du dir das gerade auf oder sagst du es nur? Ich schreib's auf. Gut. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Wo war das Pentagramm? Das Pentagramm haben wir noch nicht. Wir werden noch. Also da links oben ist die Sonne, ne? Ja. So. Gut. Da haben wir das Auge, das ist links Mitte. Hier unten links ist der Mond, der Mund. Unten links Mund. Was ist denn hier unten? Unten ist der Kreis. Kreisding ist. Spiral. Mitte unten. Oh mein Gott, Final Fantasy 10 Anspielung! Und hier. Ne, der war hier. Das war hier. What, these are storybooks? There's a star. Of stars on the inside too. Okay. Das ist jetzt unten rechts. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch die Uhr. Wobei das Ausschlussverfahren sollte uns das schon sagen. Ja. Das müsste dann Mitte rechts sein. Mitte rechts ist dieser Apfel gewesen. Ja, das ist dieses Uhrding. Okay. Uiuiui. Meiner Meinung nach das wahrscheinlich schwerste Rätsel in diesem Spiel, weil ich nicht in der Lage bin, mir das zu merken und es mir aufzuschreiben. Ah, deswegen habe ich das noch nicht geskippt. Okay. Herz. Herz war hier. Jetzt links Mitte. Auge war hier. Rechts oben. Ja. Sonne war hier. Links oben. Unten rechts jetzt das Pentagramm. Ja, genau. Ja, Stern, ja. Kreisding war Mitte unten. Ja. Dann. Die Uhr war Mitte rechts. Apfel, das ist ein Apfel, meine Güte. Und das. Mund hier. War unten links. Ich hab schon wieder vergessen. Instant. So. Sollen wir mal krasse Überlänge machen und eine halbe Stunde machen? Nee. Ich muss es hochladen. Wie lange haben wir jetzt? 23:45. Eins und eine halbe Stunde guckt man sich noch an? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Es wird doch spannend. Du lädst es hoch? So. Dup, 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 dup. Eine Spielebox, ich dachte, das wäre eine Röhre. This is the toy box? It's rather big. But at any rate, it said that there was a key in there. I can't say I see the bottom. Is there really a key in there, I wonder? Du hast so viele harte A's. I can't. Uh-oh. Wanna see? No! Oh. Boom, 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 oh Gott, Mannequin Head! Deswegen wollte ich das nicht machen lassen. Ah,
You don't have your red rose, and Gary's not here. Das heißt, jede Berührung und wir sind tot. Ja. Wir müssen also zuerst mal, sollten wir gucken, dass wir unsere Rose wieder finden. Da ist er. Found a red rose. The fall seemed to knock a number of petals, ja. Wir sind tot. Yay! Nicht nur, dass wir gerade tot waren bei Berührung. Nein, jetzt sind wir wirklich tot, wenn wir berührt werden. Und da ist Gary. Mal wieder. Und Gary lebt übrigens noch. Es gibt nämlich es gibt ein Punktesystem. Wenn Gary über 3 Punkte kommt, wird er hier sterben. Oh. Wir hätten 1 Punkt bekommen, wenn wir ihm keine Antwort gegeben haben in den Raum der Dunkelheit. Hätte er die Puppe weggekickt, hätte er einen bekommen. Hätten wir ihn den Mannequin-Kopf, hätten wir ihn weggekickt, hätten wir dafür 1 Punkt bekommen. Und wir hätten 2 Punkte bekommen, hätten wir diesen Raum da verkackt mit den Puppen. Dann wäre nämlich Eve in diesen Raum gekommen, hätte ihn erst erwachen müssen. 5 Punkte heißt für ihn, er ist beyond saving. Dann gäbe es keinen Weg mehr, ihn zu retten. Oh, das bedeutet jetzt mit den Punkten, da habe ich ihn so gesehen umgebracht, beinahe. Ja, deswegen habe ich den Safe-Fall nachgestellt und eine andere Antwort gewählt. Ja, okay. Gut. Ja. Das dazu. I hit my head. Aber und ab jetzt ist es egal. Ja. Gut. Eve, are you okay? Ja. Ah, that's good. Jetzt geht's nur noch um die Endings. At any rate, es gibt mehrere Endings? Mhm. Wir spielen das Spiel nur einmal. Ja. This place is full of scribbles. Is this the toy box? We fell and from the upper floor after she pushed us. Well, let's look for the key and get out. So. Da ist übrigens der Schlüssel. Wie würde es eigentlich aussehen, wenn wie würde Eve reagieren, wenn Gary tot wäre? Du würdest dir seinen Leiter nehmen, sein Feuerzeug. Würdest du mir als Gedenken mitnehmen. Das ist das, was da passieren würde, wirklich. Weil er hat sich den Kopf angestoßen, und? Hat er gesagt. Von daher. Ist so. Sobald wir übrigens den Schlüssel aufheben, wird alles das hier auf uns Jagd machen. Wir haben einen Hit. Das ist komplett random, ob ich schaffe oder nicht. Ich bin gespannt. So, wir haben den Flow. Ten Pinky. So. What? I don't like this. It just like before. What's with these guys? Eep, be careful! Die verrückte Katzenlady kann auch sehen. Aup. Da habe ich. Ich war immer nach oben, immer nach oben, immer nach oben. Unbedingt immer nach oben. Nicht korrigieren, nach rechts. Wenn man sich korrigiert hat, ist man mehr tot als sonst. Dann ist man nämlich dreimal so tot. Ich finde es übrigens sehr schön, wie man hier mit dem Farbüberlegen gespielt hat. Das gibt's doch! Mann! Ich lass dich mal machen. Ja. Und dann bist du auch keine blöden Kommentare, weil wenn er es nicht packen muss, ich es machen. Und ich glaube, beim ersten Mal werde ich mich dann morgen richtig erschrecken. Oh. You did it! You did it! Ja. Wir sind übrigens mehr am Anfang des Spiels als am Ende. Wir sind am Ende des Spiels übrigens. Hä? Did this room change? Das ist das Ende. Wir sind eigentlich durch. Wir haben das Spiel durch? Thrones blocked away. Fast. Thoroughly blocked. Telling us not to go up, then. Got to get through somehow. Ah, deswegen den Leiter. Hm. Burn them. Yes, I suppose that will work. Deswegen Überlänge. Okay. Hm. It completely slipped my mind. Even though I have a lighter. Foe. Alright, let's burn. Though. Ich du sagst ja auch that und nicht that. Success, it worked, Eve.
Englischunterricht. Und nur Panda wird es bemerken, weil Panda mich kennt. Verdammt sei sie. This room. This isn't the toy box, is it? More importantly, see that eep? The painting on the far wall. I think I've seen it before. Let's take a look. Let's look. Hi, Mary. Who's there? Eep, Gary, you're both okay. Fuck! Get into this room. Leave. Mary, you. Don't take another step. What? Leave right now. Now! Leave! Das wäre wütend. Burn! There's no other option! Please, stop! Whoa! No! War schön mit dir. Und da ist sie weg. Piff! Hm. Eigentlich hätte ich ja gerne die Musik miterlebt. I have to say, girls sure can be scary. Hm? Was meinst du, Gary? Well, anyway, it burned up a lot more violently than I expected. Are you okay? The glass shattered after all. Ich weiß nicht mal, ob man hier sogar sterben kann daran, weil die Glas kaputt geht. Finde ich aber sehr interessant. You seem fine. I'm glad we are both okay. Well, let's get going. Hier liegen jetzt Sachen rum, die uns sagen, dass sie eigentlich ein ganz nettes Mädchen werden hätte können. A palette knife sits among a pile of burnt paper ashes. She really wasn't human after all. Ihr Ziel war es, einen von uns hier bleiben zu lassen, damit sie entkommen konnte. Ah. Ja, sie wollte halt einen von uns ersetzen. Deswegen war das doch auch einmal an einer Stelle beschrieben. So, hier müssen wir rein. Und da runter. Whoa, it's dark. Watch your step, Eep. Kann man hier nochmal sterben? Nope. Gut. Ich hätte eigentlich nochmal mit den Händen gerechnet. Tatsache, oder? Aber guck mal, wo wir sind. This place looks familiar. Ach was. Garys, du, was sagst du da? Es ist beinahe schon wieder alles normal. Ich erwarte, dass Gertina nochmal kommt. Right, once you go in, there's no going back. All your time here will be lost. Will you still jump in? Du kennst dieses eine Wort nicht. No, dieses eine Wort. What's this big mirror fabricated word? Hey, isn't that the former gallery? Does that mean if we jump into this, we'll go back there? But how are we meant to jump into a painting? What? Eep, look, the frame! The frame rates! Dropping. Now might be our chance. Okay. Yes, I'm really in! Hurry up, Eep! Eep, what's wrong? Come in! Eep, I finally found you! Sheesh, I was looking everywhere. Don't just go running off places on your own. Your father's waiting for you too, see? Let's go, Eep. Eep, hey, what are you doing? Hurry up and come over. Eep, how many times have I told you, don't go following strangers? Hey, it's not scary, okay? You'll be fine. Eep, listen to your mother. Don't go with some stranger. That Schattenborn is bad. You want to never see your mother and father again? Eep, I'll pull you over. Come with me. Grab my hand. Grab my hand. Eep. Gary. Die Illusionen wollen uns immer noch hier haben, aber...
Alright. Wir wollen natürlich. Doch eher die Realität. Ist das, wäre ein anderes Ende gewesen, ne? Ein alternatives. Ja. Bad Ending. Oh. Hm? You can't remember what you were doing. Jo. Alles ist wieder normal. Wirklich alles. Hurri. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Ende wir bekommen. Jetzt müssen wir nämlich mit Gary reden. Hm. Huh? What is it, little lady? Oh, ich weiß nicht, muss ich dafür jetzt schon eine böse Option auswählen? Ah, Japaner, warum macht ihr sowas Gemeines? What are you looking at? Well, let's see, it's a real sculpture, I guess. When I look at this sculpture, I feel somehow sorrowful. I wonder why. I'm sorry if I said anything to trouble you. Never mind what I said. Well, bye. Okay, normal ending. Where are you, Ib? Oh, were you looking at this? Well, this is really great. It represents a person's heart, I suppose. I wonder if you have such a beautiful rose in your heart, Ib. Let's take a look around. Have you looked at anything else? I hope we find some more things you like. Okay, die Option, die du mir gesagt hast, war zwar richtig, um auf das True Ending zu kommen, aber... Memories Craze. Ich würde aber sagen, die anderen beiden Enden schauen wir dann im letzten Part bei mir. Uiuiui. Ja. Das Bad Ending kriege ich bestimmt hin. Clear Data, okay. Warum nicht? Leute. Kommt jetzt noch ein Ending? In the early afternoon, under a gray sky. Ist das jetzt ein Loop? Wenn du jetzt irgendwas übersprungen hast, dann hau ich dich. Ist ein Loop. Ah, oh, okay. Fängt nur wieder von vorne an. Bla 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 bla. Oh mein Gott. Okay. Das war dann der vorletzte Part. Eigentlich der letzte, weil wir haben das Spiel durch. Das andere ist jetzt Special. Das andere Special wird trotzdem Finale heißen. seht ihr dann auf meinem Kanal wieder. Yep. Und dann auf seinem Kanal noch ein kleines Special. Oh ja. Aber das dann zu einem anderen Zeitpunkt. Genau, ja. Das war Let's Play Ib. Tolles Spiel, hat ihm Angst gemacht, freut mich total. Tazuwa, ich hab dich besiegt. Ich hab dieses Spiel für ihn gefunden. Tazuwa, du bist schlecht, was Horror angeht. Die famous YouTuber. Ich kenne noch einen. Errol! Was? Okay, Leute, okay. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Er hofft das zumindest. Ich sag, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann töte ich euch alle. Und für die, die das jetzt als letzten Part dieses LPs ansehen, danke fürs Schauen dieses Projektes und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wieder unsere Stimmen hört, unsere Lieblichen. Oh ja. Und vergesst nicht, wir haben noch so viele Videos. Da habt ihr immer was zu tun, um den Typ mit dem Stirnband mal wieder nachzumachen. Haha. Ich würde sagen, Tschüssikowski, ihr Assis. Tschüss. Ciao. Ich will die noch 30 Sekunden vollkriegen.